Hallo miteinander. Ich möchte eine Karte machen und ich habe noch gar keine Ahnung, wie sie aussehen soll. Aber ich dachte mir, ich mache das mit euch. Müsst ihr endlich mal wieder oder könnt ihr endlich mal wieder eine Karte, ein Video mit mir haben, wo ich keinen Plan habe, nur eine grobe Idee. Und ich dachte, ich mache das mit euch zusammen. Als Grundkarte habe ich mir überlegt, dass ich eine von diesen hier nehme. Ich gucke mir die mal an. Wie gesagt, das ist der Cardstock von Action. Mal gucken, ob der dazu passt. Weil ich möchte gern diesen Stempel von der Stempelbar nehmen. Und das soll hier auch noch mit drin und so. Und da darf natürlich das jetzt nicht unbedingt weihnachtlich sein. Da mal gucken. Ich glaube, ich nehme diesen hier. Die anderen sind zu weihnachtlich. Ich stelle das jetzt einfach mal hier wieder zusammen und nehme mir hier auch gleich eine Karte mit raus. Packe die wieder ein. Ich habe übrigens vorhin über 120 Karten in kleine Folientüten gemacht. Mache ich hier, damit ihr nicht geblendet seid. Ja, war sehr schön. Hat echt Spaß gemacht. Ja, diesen nehme ich hier mal als Grundkarte. So. Und den finde ich ja eigentlich ganz cool, wenn man den und den oder ich habe hier auch noch natürlich die Glitzerblöcke von Action mir hier rüber genommen. Den möchte ich auf jeden Fall auch haben. Und mal gucken, ob der hier, den habe ich hier schon, oder ich nehme den noch zusätzlich oder den. Wenn ich den jetzt hier quasi noch mal als Mattung nehme und dann den hier auch noch. Nee, der ist doof. Mal gucken, ob der geht. Der ist besser. Und den muss ich erstmal hier schnippeln. Mal gucken, ob der funktioniert. Ansonsten muss ich einen neuen nehmen. Wie gesagt, ich möchte gern diesen hier nehmen. Das ist für jemanden, der Kacktage in Glitzertunken und funkeln lassen, der gerade ein bisschen Aufmunterung braucht. Und ich komme gleich wieder. Kurzen Moment. So, jetzt muss ich mal hier und da wollte ich was mit ausstanzen und dann mal gucken, ob ich das auf schwarz oder auf weiß embosse. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit der noch passt, wenn ich das hier abschnippel. Dann ist der nämlich... Okay, würde man noch gehen, ne? Und der kommt hier noch auf. Viel hilft viel. So, und dann ungefähr hier so. Schnippeln wir mal hier so ungefähr. So, die nächsten muss ich tatsächlich mal richtig schnippeln. Aber das ist jetzt ein bisschen wenig, ne? Was geht noch? Was soll ich da rot nehmen? Oder ist rot zu viel? Was sagt denn ihr? Okay, ihr könnt jetzt gerade nichts sagen. Ich glaube, ich nehme rot. Ich nehme rot. Jetzt muss ich erstmal begradigen. Und dann gucken wir mal, wie weit auch besser drauf. Und den will ich dann bis hier so haben. Ich mache das hier nach Nase. Der soll aber tatsächlich hier so mittig komplett drauf passen.
Noch schiebe ich mal hier durch. Schnipp. Dann passt er hier nämlich rüber. So, kommt der mal kurz weg. Dann sollen nämlich die zwei das ist jetzt hier schief. Ich klebe die einfach mal übereinander erstmal. Weil die möchte ich gerne nämlich so haben. Dazu nehme ich Tombow und dann schneide ich da oben nochmal, dass es gerade ist. Entschuldigung. Und ich habe hier deswegen Tombow genommen, weil auf Glitzer zu kleben ja immer ein bisschen schwierig ist. Dann da oben darf er ruhig rauskommen. Und unten und oben auch, möglichst nicht auf den Glitzer. So. Den lasse ich kurz mal ein bisschen trocknen und währenddessen schnippeln wir hier mal ein bisschen. So, der kommt hier mal kurz rüber und der ist für euch, damit ihr nicht geblendet seid. Und dann werde ich mal diese hier von die Herzen benutzen. Und damit es nicht blendet, richtige Zange. Die liegt hier neben mir. Ich depp. Zum Glück habe ich eine Brille auf. Plomp. Den habe ich noch gar nicht benutzt, wie ihr unschwer sehen könnt. Und dann werde ich gleich mal meine Zange hier wieder rein, damit ich sie nachher wieder an der richtigen Stelle habe. So, und guck mal, was ich habe, ein Embossing Buddy, weil ich wollte mal gucken, wie das aussieht, wenn ich das auf schwarz embosse mit silbernen, ich habe auch silbernes, mein Embossing Puder liegt nämlich jetzt woanders, das habe ich jetzt hier rechts von mir, ich dachte, das ist irgendwie besser. Keine 40 Minuten später habe ich auch Silber gefunden. Ich habe doch Silber. Warum finde ich jetzt mein Silber nicht? Das ist ja jetzt echt nervig. Ach, da ist es doch. Hier. Ich habe nämlich ganz feines Silber. Und huch. Das habe ich offen gelassen. Jetzt nehme ich mir mal meine Stempelhilfe. Und will das, wie gesagt, hier ist noch mein Stempel. Da oben ist er. Da.
dann will ich doch mal gucken, wie das aussieht. Ansonsten werde ich hier nämlich ganz normal auf weißen Cardstock machen oder rosanen. Aber ich dachte, ich probiere das mal. Was ich bei diesen hier immer echt doof finde, ich mag lieber Clear Stamps, weil da sehe ich wenigstens, wo die Schrift ist und so. Hier muss ich jetzt so ungefähr raten und hoffen, dass das mittig ist. Deswegen mag ich lieber Clear Stamps. Finde ich einfach besser. Weil bei dem sehe ich das jetzt nicht, ob das... So, hier ist mein Embossing-Stempelkissen. Und dann tippen wir mal. Und, oh, das blendet, Entschuldigung. Das wird euch gleich wieder blenden. So. Wenn ich jetzt schlau gewesen wäre, dann hätte ich mir jetzt hier ein Papier zurechtgelegt, aber ich muss mal einmal kurz nach links. Wo ist es denn? Bin ich jetzt doof? Noch ein Papier zum vielleicht so ein Schmierpapier. Da ist ein Fussel. Soll da nicht sein. Hört ihr das, wie der Hund schnarcht? Oder könnt ihr das gar nicht hören? So. So müsste es schön sein. Der liegt nämlich vor meinem Bastelzimmer auf der Treppe und schnorchelt da vor sich hin. So, einmal zumachen. Achtung, wird gleich laut. Das ist jetzt gut. Ich muss einen anderen Stecker nehmen. Achtung, kein Moment, dauert einen Moment, bis ich die drin habe. Weil mein wunderbarer Ehemann mir meinen Laptop gebracht hat und hat den Stecker benutzt, der für mein Embossing füllt ist. Und jetzt muss ich den anderen nehmen, den ich nicht sehen kann. Oh, kleinen Moment. So, keine 40 Minuten später. Das
ist nicht 100% gerade hier unten. Ne? Jetzt muss ich das gleich austarieren, dass es gut passt. Oder ich suche mir eine Stanzschablone. Gucken, ich habe hier eine reingesteckt. Die ich nutzen könnte. Gucken, ob die passt, ob die reicht. Doof, aber vielleicht andere. Ja, die sind übrigens von Action. Wenn ich die jetzt benutze, würde ich mal machen, ne? Gucken mal, ob das funktioniert, wie das aussieht. Na, Buddy? Ich klebe mir ja Papier immer, also das Klebepapier immer hier an meinen Schreibtisch, an meinen Arbeitstisch. So, jetzt habe ich hier, den benutzen wir mal. Den nehmen wir mal nicht weg, weil wir ja hier noch ein bisschen Herzen brauchen. Das passt da nicht hin. Ich habe mir hier aber auch noch das Silberne hingelegt. Hier ist es. Gucken, ob ich da. Da passt es noch. Ich benutze ja gerne hier so Reste, damit ich das Papier nicht so verschwenden muss. So, Nummer 1. Glitzerpapier lege ich aber nicht auf den Tisch hier, weil das blendet euch nämlich. Nummer 1 und Nummer 2. Und dann brauchen wir noch Nummer 3. Die werde ich jetzt einfach alle mal zusammen durchkurbeln. Jetzt wird das Rote verrutscht. Ich werde ja dieses Jahr das erste Mal auf einem Winter-Weihnachtsmarkt in einer Sporthalle sein und da Karten verkaufen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Karten ich da mitnehmen soll. So, Nummer 1, 2 und 3. Die von euch, die das schon öfter machen oder überhaupt schon gemacht haben, vielleicht könnt ihr mir sagen, wie viele Karten man da dabei haben sollte, um gewappnet zu sein. So. Wo ist mein Pixie? Der liegt hier irgendwie. Da ist er. Ich habe vorhin nämlich schon mal ungefähr 120 Karten in kleine Tüten gepackt, damit die, wenn die Leute die anfassen,
damit sie halt nicht schmutzig werden, wenn man öfter mal da irgendwie durch die Karten blättert und weiß nicht, wie viele Karten man brauchen wird. Ich bin sehr gespannt, ich kann euch das dann berichten und vielleicht mag der ein oder andere, der das schon gemacht hat, mir seine Erfahrung hier runterschreiben oder auch gerne, wenn wir bei Facebook befreundet sind, per Messenger. So, würde mich interessieren und Glitzer, Glitzer, jetzt schneide ich das hier mal gerade. Jetzt ist das nämlich ausreichend getrocknet. So. Den mache ich mal als erstes rauf, damit ich dann gucke, wo ich die anderen Sachen drauf mache. Und wie gesagt, jetzt benutze ich den Tombow, weil auf Glitzer klebt nichts anderes. Oder es dauert halt ewig und das muss ja nicht sein. Der passt hier genau rechts und links. Gucken, dass das gerade ist und passt hier genau rauf. Und dann werden wir mal hier noch die Herzen verteilen. Der soll auf jeden Fall dahin. Mitte? Den mache ich glaube ich nicht hin. Mache ich den hin? Nee. Nee, den mache ich nicht hin. Der soll dahin. Bei dem ist natürlich jetzt doof mit Tombow, ne? Weil Tombow ja noch klebrig ist, wenn er trocken ist, aber den kann man hinterher mit dem Embossing Buddy oder mit Babypuder die Stellen, weil mit dem Glitzer hier wäre ich mit meinem Tombow Radierer natürlich jetzt nicht unbedingt drüber gehen können. Passe ich mal auf, dass ich hier möglichst die schon ein bisschen fest habe und dann drehe ich es mir um und drücke von der Seite. Ups. Auf jeden Fall habe ich jetzt klebrige Finger. Kurz den Kleber von meinem Finger runterrubbeln. Wenn es jetzt ein Live-Video wäre, dann könnt ihr euch ja fragen, ob ihr findet, dass ich den auf diese Grundkarte machen soll, weil ich gar nicht so 100% gerade sicher bin. Jetzt mache ich es natürlich trotzdem. So sieht sie erstmal aus. So.
Doch, ich mache das, ne? Soll ich da noch einen schwarzen Rand machen? Ich glaube, ich mache noch einen schwarzen Rand. Eine schwarze Mattung mache ich da noch hin. Muss ich mal kurz meine Finger ein bisschen sauber machen und kurz mal hier messen. Ich glaube, wenn er noch eine schwarze Mattung hat, das sieht schöner aus. So, das sind jetzt 9,6 mal 13 oder 12,9. Das muss ich mal kurz merken und dann nehme ich mir mal hier. Mache ich mal 9,6 war es, also mache ich mal 10 mal 10,4, also stimmt das jetzt? So. Mal gucken, ob ich das jetzt richtig gemacht habe oder ob es zu wenig war. Nee, das ist gut. Dann hoffe ich echt, dass die Karte den Geschmack der Dame trifft, die diese Karte bekommen wird. Huch. So, jetzt ist sie fertig. Ich glaube, dieses kleine rote Herz, das muss ja auch noch hin. Das kriegt sie auch noch. Das mache ich hier unten hin, auf den Banner. So. Und fertig ist sie. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wie sie euch gefällt. Und wir waren wieder mal mit einem Video dabei, wo ich vorher nicht wusste, wie die Karte hinterher aussieht. Aber ich finde sie ganz gut dafür, dass ich nichts nicht wusste. Mir gefällt es, glitzert schön, passt gut zu dem Spruch. Und das war es erstmal. Bis dann. Tschüss.